Hey Boys, willkommen bei einer neuen, naja, ob es eine Serie wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber mein Gott, klang das Intro gay. Jetzt ist es auch egal. Wir spielen Slasher VR. Ich habe das mal so zufällig im Steam Shop gesehen und ich dachte, das wäre vielleicht mal ganz interessant, so ein Horror Game in VR. Also es klang zumindest so ein bisschen horrormäßig. Das wäre das erste Horrorspiel, das ich in VR spiele und das wäre doch ziemlich geil. Erstmal in die Hosen pinkeln in VR. Control Instructions. Oh mein Gott, ist das hilfreich. Okay. Einen Moment. Okay. Ich muss so sicher gehen, dass es auch wirklich aufnimmt. VR aufnehmen ist momentan noch so ein bisschen experimentell. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. So, oh, okay. Wir haben hier ein fancy Bett mit einem. Ist das ein Schwarzgemälde? Ist das entweder ein Flatscreen oder ein Schwarzgemälde? Naja, wieso auch nicht? Schwarz ist eine wunderschöne Farbe, würde ich sagen. Und ein Buch. Die Bibel, alles klar. Und es ist. Naja, ein Stromausfall ist nicht, aber scheinbar haben wir keine Lust auf den Wecker. Okay, was gibt's denn noch so? Ein wunderschönes Gemälde mit was auch immer. Können wir die mal aufmachen, damit es ein bisschen heimisch aussieht? Nein, können wir nicht. Okay. Noch blinkt rot. Hey. Great, you found the place. Ja, Well, I'm habe Sarah ich. Bennett. You made it to Waterbury safe and sound. Let's hope it Okay. stays that way. So, like I said in my email, okay? We think all of the murders are the work of the same person. I'm calling him the executioner. The police here, they think they've all got it under control, but he's gonna strike again. Oh shit. Oh shit. Wo ist das? Hey, Nein, nicht schon wieder von Anfang found the an. place. Well, I'm Warte. Sarah Bennett. Was ist das? We made War it das to gerade auch Waterbury schon safe and da? sound. Das ist bloß ein Stuhl, Let's hope it okay. stays that way. So, like I said in my email, okay? Okay, We okay, okay. think all of the murder. Was? Es geht weg, wenn ich mich nach vorne. Ach, was auch immer. Okay, ich glaube, das reicht. Wir wissen, dass hier ein Mörder stattgefunden hat. Kann ich hier reingehen? Hallo? Mache ich gerade irgendwas anders? Ah, ich erinnere mich. Oh mein Gott, das ist wie in echt. Bam, bam. Ich habe jetzt schon viel zu viel Spaß damit. Ja, moin. Da war was, okay. Kann ich hier irgend. Oh, fuck. Okay, wir gehen ein bisschen weiter zurück. Hallo. Wieso kann ich die bewegen? Oh mein Gott. Da ist auch nichts drin. Was ist denn hier drin? Ach, da kann ich gar nicht rein, okay. Kann die Bibel hochheben? Ich will sie mitnehmen. Ah! Schlechtestes Buch. Nein, ich will nichts sagen. Ich will nicht böse sein. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Okay, gehen wir weiter. Au. Okay, erst mir die Tür voll in den Face schlagen. Holy shit, ist das dunkel. Investigate the house, return to the motel, hospital, and town hall. Oh, und die Bar. Ich würde sagen, wir gehen in die Bar. Erstmal besaufen. Why not, Bar ne? smoking Oh, away, making moin. everyone comfortable. It's not what water breeze about. The nicotine hurt nobody. So I'm supposed to believe that there isn't marijuana in that? Just like I said, officer, it's a vape pen. Scratches that cigarette itch. None of the toxins, baby. So it's like one of those electronic cigarettes. Oh, I smell like cat piss. E-cigs are the poor man's vape pens, bro. This
Press badge, huh? If you're here to cover the murders, you already missed the press conference. Also, I'm not at liberty to comment. Okay. Damn it. Sharma here. I'm on my way. Over. There's a Waterbury citizens gathering at the church basement a few clicks away. Ask around there if you like. Yeah, mine, okay. Want some free advice? Stay indoors. Don't let me catch you following me around. Ey, das ist ein freies Land, ich kann dir folgen, wenn ich will. Alter, du hast dich gerade geportet, bist das Lenderman. Ich nehme alles zurück, du warst es, nicht der, was? Visiting Waterbury, eh? Taking in the sights? Ja, moin. Like what you see so far? Dem Typen gefällt's. Thanks for taking care okay, of my drink. Aber das hätte sich auch wieder gehen. I'll need at least another four before I can even hope to sleep tonight. No profanity, das ist ein christliche, murder. Scary, all alone. Home. That big house. I get restless. I'm watching over you, bae. You can take care of me? Yeah, of course. Started my MMA training 3 months ago. I'm basically a lethal weapon. Executioner dude tries something. Boom! Neck strike. Trachea shattered. Wieso zweifle ich an dir? What about you? You look ready and able. Ich bin immer ready und able. Three's a crowd, yo. Bra. Three works just fine for me. Okay. Ich glaube, wir sollten lieber investigaten. Tut mir leid, nächstes Mal. Ja, moin. Hätte ich doch mit ihm mitgehen sollen? Da kann ich nicht mehr hin. Gehen wir mal ins Haus kurz. Hätte ich da irgendeine Spur sehen sollen? Oh moin, hier waren wir ja noch gar nicht. Das ist ein anderes Haus. Und wieso ist das hier so creepy? What the fuck? Was ist da hinten bitte? Das ist so dark. Also mir fühlt so creepy, ey. Okay. Kann mir hier was passieren? Okay, alright. Da ist nichts, wie ich sehe. Kann ich hier mal das Licht anmachen, bitte? Nein? Achso, das ist schon an. Das ist einfach nur scheiße, okay. Da ist offen. Ja, moin. Did a redo. A redo. Hallo? Oh nein. Kommt da jemand? Ich bin mir sehr unsicher. Wait the fucking F. Mach die Tür zu, Alter. Okay, war ja klar. Was auch sonst, ey. Irgendwas machen, nein, kann ich nicht. Das ist ein Buch. Yes. Fucking seriously? Alter, willst du Beef? Okay. Wir gehen raus. Was? Ich kann nicht mehr raus. Are you fucking serious? Und der Mörder ist hier im Haus. Wow, what the fuck? Ist der gerade von hinten gekommen? You have 2 minutes to live. Ja moin, ich kann mich bewaffnen. Alter, ich bin ready für dich. Fuck. Lass doch den Scheiß nicht immer fallen. Und jetzt? Ich lass den Shit doch immer fallen. Wenn ich irgendwo hingehe. Alter, ich bin ready. Von wo kommst du? Von da unten? Oder ist da hinten die Klappe? Nein, die ist hier. Ich hab 2 Minuten zu leben, was soll denn das jetzt heißen?
habe das Gefühl, das bringt mir nichts, wenn ich hier bei Waffen rumstehe. Warte, war das ein Geräusch? What the fucking F? Das war ja klar. Ah, ich verstehe. Kann ich mich hier irgendwie... Kann ich irgendwas hier machen? Ich muss den Code finden, hä? Ich verstehe. Und wie finde ich den Code bitte? Oh fuck. Was bist du denn? Oh fucking hell. Nein! Redkill? Ja, das bringt mir nicht weiter hier. Hier ist eine 2. Hier ist nichts. Und irgendwas? What the fuck? Achso, ich hab verkackt, okay. Also jetzt habe ich mich selbst mit dem Rattengift getötet. Ah, hier bin ich. Ja, moin. What the fuck bist denn du, ey? Holy shit, du bist groß, weißt du das? Und jetzt? Der hat da sein ganzes Werkzeug dabei, das ist noch nicht mal dein Haus, Alter. Du kannst nicht ein ganzes Werkzeug hier mit hinnehmen. Ist das ein Hammer? Bist du ein fucking Satanist? Holy shit. Tut mir leid, ich bin nicht gay. Oh, 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 das wird wehtun. Oh, ja. Wie schön, dass du nun alles so schwarz ist. Jetzt sehe ich die Schmerzen nicht mehr. Alles klar. Und nu? Milene? Oder ist es jetzt in der Sicht des Mörders? Geil, ich sehe so viel. Oh. Ja, es scheint, als wäre das die Sicht des Mörders. What the fuck? Thank you for playing Slasher. Oh boy. Sorry. Ja, okay. Ja, was sagt? Einen Versuch mache ich noch, weil ich ein paar Orte auch noch gar nicht gesehen habe. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt gerade so gereizt bin, dieses Spiel durchzuspielen. es ist aber ziemlich cool. So, wenn man VR hat, kann man es gerne mal ausprobieren. Ich meine, man kann fucking Türen öffnen, man kann in ein Badezimmer gehen und damit spielen. Man kann von einem schwarzen, also von einem Mann in schwarzer Rüstung, was auch immer er anhatte, mit einem Hammer geschlagen und betascht werden. Das weiß ich auch nicht gerade. Das ist eine Schwulenfantasie, aber wer weiß nicht, vielleicht hat jemand einen Fetisch in die... Oh Gott, damit, da ist die Lampe. Man spielt einmal 10 Minuten VR und man weiß schon nicht mehr, wo man ist und schlägt alles Mögliche kaputt. Okay, dann war's das für die erste Folge, würde ich sagen, und wir starten hier auch gleich die nächste, nach einer kurzen Pause. Vielleicht. Bis dann, Boys. Ach, fuck, ist das... Ich muss was anderes einfallen lassen.